Rede geschrieben, weil wie ihr euch vielleicht denken könnt, die Zeit ein bisschen knapp ist und ich schreibe meine Reden selber. Ich bin kein Politikdarsteller und von daher gibt es vielleicht beim nächsten Mal eine Rede. Heute gibt es ein bisschen Infos und auch Ken, wie gesagt, spricht und noch ein anderer Redebeitrag. Aber viel abgefahrener ist, dass wir zur gleichen Zeit heute in Wilhelmshaven, Saarbrücken, Düsseldorf und Frankfurt am Main stehen. Wir sind hier nicht alleine. Ja, das ist der Wahnsinn, dass in einer Woche sind 4 Veranstaltungen aus dem Boden geschossen. Mit einigen hundert Leuten und München und Hamburg sind in Planung. Also wirklich wahr, das ist der Wahnsinn. So, dann gibt es ein paar Regeln, die habt ihr vielleicht online schon gesehen, aber bitte keine abschreckenden Bilder oder ekelhaften Bilder, keine Plakate oder so, das sind Kinder hier und die sollen auch kommen und es muss alles richtig schön bleiben. Das soll auch keine Party werden, sondern eher eine Mahnwache und sie wird jeden Montag um 18 Uhr hier stattfinden. Jeden Montag. Ihr müsst also nicht gucken, ob der Termin stattfindet, jeden Montag einfach hierher kommen, wir sind auf jeden Fall hier. So. Während der Veranstaltung bitte ich, keine Masken zu tragen oder sein Gesicht irgendwie anders zu vermummen. Und auch keine Beiträge sowie Plakate von Fahnen von Parteien und Organisationen. Und auch keine Deutschlandfarben, wenn es geht. Auch keine alten. Naja, schwarz-weiß und so, egal. Also, Abspielen ist auch nicht gestattet wegen GEMA und Alkohol ist auch nicht erwünscht. Aber ansonsten könnt ihr machen, was ihr wollt. Und es ist schön, dass ihr hier seid. Und ich weiß nicht, ob Ken soweit ist. Wo ist er denn? Steht auf Podium. Ja, dann bitte, hier, bitte.